Hallo und herzlich willkommen. Ich zeige Ihnen heute, wie Sie einen AS9102 Erstmusterprüfbericht erstellen. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Yaren Unay und ich bin beschäftigt im Customer Success hier bei der Key to Data GmbH in Leonberg. Die Key to Data GmbH hat 2018 das 25-jährige Betriebsjubiläum gefeiert. Spezialisiert sind wir auf die fertigende Industrie. Seit 2009 sind wir Partner des Herstellers Inspection Expert aus den USA und seit 2016 sind wir der Master Reseller für Inspection Expert in Europa. In dieser Darstellung können Sie die Industriebereiche sehen, die Inspection Expert einsetzen und nutzen. Der Ursprung von Inspection Expert liegt in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Medizintechnik. Diese zwei Industriebereiche haben sozusagen die Standards im Bereich der Qualitätssicherung gesetzt. Die anderen Industriebereiche sind demnach nachgezogen. Der Schwerpunkt des Einsatzbereichs von Inspection Expert liegt in der Zuliefererindustrie. Der Grund hierfür ist ganz simpel. Inspection Expert ist individuell und flexibel anpassbar auf die verschiedenen Kundenbereiche. Diese Folie bestätigt das Vorhergesagte. Hier sind einige Logos unserer Kunden, die Inspection Expert einsetzen. Und da ist von mittelständischen bis zu großen und internationalen Firmen alles dabei. Jetzt stellt sich die Frage, was wollen wir überhaupt erreichen? Wie sieht unser Lösungsansatz aus? Uns sind zwei Begriffe sehr wichtig, und zwar automatisierte und standardisierte Prüfberichte. Das heißt, wir wollen Daten, die bereits einmal in die Zeichnung eingegeben worden sind, rausziehen können und nicht noch ein zweites oder drittes Mal eingeben müssen. Prüfberichte sollen dabei in gleichbleibend hoher Qualität sein, egal auf welcher Datenbasis und auch egal von wem erstellt. Von der Bedienung her soll es sehr einfach sein und jederzeit und überall verfügbar sein. Das wird gewährleistet durch die Microsoft ClickOnce-Technik. Weil Ihre Zeit wertvoll ist, soll es kosteneffektiv, sicher und zeitsparend sein. Einfach und kosteneffektiv ist es deshalb, weil es ein Software-Mietmodell ist. Das heißt, es kommen keine Überraschungskosten auf Sie zu, sondern nur gleichmäßig wiederkehrende Kosten. Keine Investitionen in Lizenzen sind nötig und auch keine Abschreibungen, Bindungen von Liquidität. Dabei ist der Support und auch das Online-Training Sie sowie kurzfristige individuelle Meetings mit beinhaltet. Hier auf der rechten Seite sehen Sie den Arbeitsablauf mit Inspection Expert. Es gibt drei grundlegende Schritte, und zwar Balloon, Collect und Report. Im Deutschen kann man es leider nicht ganz so kurz fassen, deshalb haben wir das in fünf Schritte untergliedert. Im ersten Schritt werden die Prüfmerkmale identifiziert. Das heißt, ich ziehe eine Box um mein Prüfmerkmal, mein Stempel entsteht und somit wird mein Merkmal automatisch erfasst. Im zweiten Schritt können Prüfplanungsinformationen hinzugefügt werden, also welcher Bearbeitungsschritt, welches Prüfverfahren oder welche Klassifizierung hier genutzt wurde. Auch der dritte Schritt ist optional, und zwar die Aufnahme von Messergebnissen. So werden Messdaten aufgenommen und Sollwerten zugeordnet. Hierfür können handgeführte Messmittel oder Messsoftware wie taktile Messmaschinen oder Laser genutzt werden. Im vierten Schritt erfolgt auch schon die Veröffentlichung, also das Erstellen und Ausgeben von Prüfzeichnungen als PDF und Prüfberichten als Excel-Datei. Auch sehr wichtig ist der fünfte Schritt, und zwar die Zeichnungsvergleichsfunktion. Hier unterstützen wir Sie bei neuen Zeichnungsständen. In Inspection Expert haben Sie zwei Möglichkeiten, Ihre Prüfmerkmale zu erfassen. Einmal mit der Smart-Erfassung oder mit der OCR-Erfassung. Das erstere ist das Erkennen von lesbarem Text in PDF-Dateien und Erfassung von Merkmalen in DXF- bzw. DWG-Dateien. Die OCR-Erfassung hingegen ist das Erkennen von Schriften und Inhalten durch die optische Zeichenerkennung. Das heißt, der Inhalt innerhalb der von mir gezogenen Box wird erkannt, interpretiert und ausgewertet. Wir unterstützen in Inspection Expert Standardprüfberichte wie VDA, PPAP oder AS9102 sowie benutzerdefinierte Prüfberichte. So ist es uns möglich, Ihr Prüfbericht in Inspection Expert einzubinden. Der AS9102 Erstmusterprüfbericht findet Verwendung in der Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigungsindustrie. Es besteht aus drei Formblättern. Formblatt 1 sind die Stücklisteninformationen, Formblatt 2 sind die Spezifikationen und im Formblatt 3 werden die Prüfmerkmale aufgelistet. Die aktuellste Version ist die AS9102 Revision B. Nun kommen wir auch schon zur Live-Präsentation.
Zu Beginn zeige ich Ihnen kurz ein Video, wie Sie Inspection Expert aus dem Internet laden, nachdem Sie sich auf key2data.com für die Testversion registriert haben. Sie bekommen eine E-Mail von uns, in der Sie Ihre Seriennummer finden und den Link zum Download. Und zwar ist es so, dass Sie einen Link von uns bekommen. Sie klicken auf diesen Link und gehen dann auf Inspection Expert laden. Wenn Sie das gemacht haben, bestätigen Sie die Sicherheitsfrage und klicken hier auf Installieren und das Ganze startet dann auch. Installieren ist hier der falsche Begriff. Es findet keine Installationsroutine statt. Es ist lediglich ein Laden und Speichern der Datei auf Ihrem Rechner. Und daraufhin startet eigentlich Inspection Expert auch schon. Genau so. Hier sehen Sie den ersten Schritte-Reiter. Wir sind auch in der Live-Präsentation. Sie können ein neues Prüfprojekt erstellen oder öffnen, auf die Knowledge Base zugreifen, Verbesserungsvorschläge einreichen oder aktuelle Neuigkeiten entnehmen. Wir gehen jetzt mal hin und öffnen ein neues oder starten ein neues Prüfprojekt und wählen hier die AS9102-Revision-B-Vorlage. Hier sind die Toleranzen bereits eingestellt und auch die Prüfstempel nach AS9102. So, das öffnet sich dann auch direkt. Ich gehe jetzt hin und befestige das Fenster hier links und zoome dann nach unten rechts, um mit meinen Kopfdaten zu starten. Ich übernehme sozusagen die Prüfprojektinformation. Hier sehen Sie in dem Feld ein Blitzsymbol neben Benennung. Ich klicke auf das Blitzsymbol und ziehe eine Box um eine Benennung, also um Adapter, und dieser wird übernommen. Dasselbe mache ich jetzt mit der Sachnummer. So, genau. Die Revision, die tippe ich schnell ein. Und mein Dokumentname ist der gleiche wie die Benennung, deswegen kopiere ich das einfach kurz von oben und füge sie ein. So können Sie vorgehen, also Sie können Copy and Paste machen, Sie können auch manuell alles eingeben oder die Box um die ganzen Bezeichnungen ziehen. Die Dokumentrevision bastle ich mir aus Datum und der Revision zusammen. Genau. Unten sind die anpassbaren Prüfprojektinformationen. Das sind lediglich alle Informationen, die ein AS9102 Erstmusterprüfbericht erfordert. Hier können Sie die Informationen, die Sie besitzen, einfügen und was Sie nicht haben, können Sie einfach leer lassen. Das wird dann auch später in Ihrem Prüfbericht leer erscheinen. Ich bestätige das Ganze mit OK und zoome dann nach oben links, um mit dem Stempeln zu beginnen. Sie haben die Möglichkeit, im Reiter Dokument im Menü auf die Erfassungsmöglichkeiten zuzugreifen oder mit einem Rechtsklick in die Zeichnung. Oder auch anhand von Shortcuts. Ich gehe jetzt hin und starte mit der Bemaßung und ziehe eine Box um jetzt meine 35. So. Genau, das markiere ich jetzt als theoretisch genaues Maß. Dasselbe mache ich jetzt auch mit dem Durchmesser. Und jetzt wechsle ich zur Form- und Lagetoleranz. Das sehen Sie oben und auch mein Symbol hat sich verändert. Wir arbeiten momentan mit der optischen Zeichenerkennung, das heißt, der Inhalt der von mir markierten Box wird interpretiert und ausgewertet. Das Ganze sehen Sie in dem Fenster links. Jetzt wechsle ich wieder zur Bemaßung und ziehe eine Box um die 10. Jetzt zeige ich Ihnen noch kurz die Smart-Erfassung. Und zwar können Sie hier mehrere Prüfmerkmale gleichzeitig stempeln, weil ja hier der lesbare Text in PDF-Dateien sozusagen herausgezogen wird. Und genau aus diesem Grund wurde hier die Referenzebene mitgestempelt, aber gar kein Problem. Ich kann die ganz schnell einfach rauslöschen. So, ja. Yeah. Sie können auch die Reihenfolge der Prüfstempel nachträglich ändern, indem Sie im Tabellenmanager einfach auf die 8 in dem Fall gehen und sie vor die 7 ziehen. Auch können Sie nachträglich Prüfmerkmale einfügen. Hier will ich zum Beispiel, dass die 50 die neue 6 ist, wähle die 6 im Tabellenmanager und gehe auf Prüfmerkmal einfügen. Jetzt kann ich wie gewohnt die Box um meine 50 ziehen. Also die Neunummerierung ist auch erfolgt und auch
Die 50 ist jetzt die neue 6. Diese Funktion beende ich jetzt. Und wenn Sie die Position ändern wollen, können Sie ganz einfach die Stempel nehmen und dahin schieben, wo sie stehen sollen und auch Bezugslinien einfügen, falls es mal zu unübersichtlich wird. Und Sie können auch mehrere Prüfmerkmale gleichzeitig verschieben bzw. die Position ändern, indem Sie die gewünschten markieren und dann auf die gewünschte Position gehen. Das sind jetzt mal so die Basics. Ich zeige Ihnen das Ganze noch ein bisschen genauer. So sieht es aus. Und jetzt würde ich hingehen und diese Zeichnung als komplett gestempeltes Projekt öffnen. Zudem haben wir auch einen Abschnitt vorbereitet, um Ihnen zu zeigen, wie Sie Messwerte von handgeführten Messmitteln in Inspection Expert importieren können. Dazu gehe ich jetzt auf Einstellungen und aktiviere das Zusatzmodul Eingabe von Messwerten und Import von CMM-KMG-Daten. Und jetzt sehen Sie, dass meine Prüfmerkmale alle grau unterlegt sind. Ich ziehe kurz das Fenster Measurement Expert rein. Hier sehen Sie gleich die eingetragenen Messwerte. Nun gehe ich hin und klicke auf Quick Measure, um meine Messwerte aufzuzeichnen. Jetzt kann ich ganz einfach auf meinen Prüfstempel gehen. Und hier öffnet sich das Quick Measure Fenster und hier kann ich meinen Messwert eingeben und bestätigen. Sie sehen unten im Measurement Expert, dass die Prüfmerkmale alle eingetragen werden. Jetzt blende ich auch kurz das Video ein und zeige Ihnen, wie in Echtzeit die Prüfmerkmale sozusagen übertragen werden. So, mit einem Klick. So findet das Ganze statt. Also die Farbkodierung, die wird auch später in Ihrem Prüfbericht exportiert. Die Werte sind auch direkt neben dem von mir erfassten Prüfmerkmalen. Gehe ich mal hin und mache noch ein Wert, welches nicht innerhalb der Toleranz liegt. Sie sehen also, die Farbkodierung zeigt einfach direkt, welche Messwerte okay sind und welche nicht. Jetzt gehe ich hin und zeige Ihnen die Excel-Vorlage. Und zwar klicke ich auf Excel und importiere. Das exportiert das Ganze in meinen Prüfbericht. Wähle hier in den Vorlagen die AS9102 Revision B und sage sogar unten, dass ich noch einen Schnappschuss meiner Zeichnung in meiner Vorlage, in meinem Prüfbericht haben möchte. Exportiert das Ganze. Und dann öffnet sich die Vorlage auch direkt. So sieht das Ganze aus. Die Farbkodierung ist mit dabei. Hier sehen Sie das Formblatt 1. Oben sind die ganzen Kopfdaten, die wir zu Beginn übertragen hatten. Auch Formblatt 2. Hier sehen Sie jetzt die ganzen Prüfmerkmale und auch die farbkodierten Messwerte, die wir vorher übertragen hatten. Jetzt zeige ich Ihnen noch die PDF-Zeichnung. Die sieht folgendermaßen aus. Auch hier ist die Farbkodierung mit dabei. Sie sehen direkt, welche Messwerte innerhalb der Toleranz liegen und welche nicht. Und ich stelle die zwei Prüfbericht und Prüfzeichnung mal gegenüber. Und so sieht das Ganze jetzt aus. So, das war es jetzt auch schon mit der Live-Präsentation. Und ich würde jetzt kurz die Kundenaussage von Mike Terrell vom B&B AirPods so stehen lassen. Auch er nutzt Inspection Expert, um AS9102 Erstmusterprüfberichte zu erstellen.
Falls Sie Fragen haben, können Sie uns gerne eine E-Mail schreiben oder auch anrufen. Zudem können Sie uns auf unserer Webseite besuchen oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Auch bieten wir verschiedene Webinare an zu unterschiedlichen und relevanten Themen, wie zum Beispiel zum VDA-Erstmusterprüfbericht oder PPAP-Prüfbericht oder auch zu der automatischen Ausgabe von Messergebnissen in einem Erstmusterprüfbericht. So, das war's jetzt mit der Präsentation. Wie gesagt, falls Sie Fragen haben, können Sie uns jederzeit gerne kontaktieren.